Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, ja, wir haben Sommer. Den ersten Sommertag haben wir schon die erste Quest erledigt und müssen jetzt natürlich mal gucken, was haben wir noch an Quests hier. Wir haben 3 Quests allein im Dorf. Okay. In Denika haben wir noch eine. Tutki, Branika und Baranika haben wir auch überall welche. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit denen im Dorf an. Die können wir am heutigen Ingame-Tag noch machen. Und dann gehen wir am morgigen Ingame-Tag vielleicht mal... Hier kann ich natürlich auch nebenbei noch pflücken. Gehen wir am morgigen Tag... Dingsen, da ist, fehlt wieder was. Jetzt kann ich aber auch gucken. Ich hoffe, ich war schnell genug. Nö, war ich nicht. Schon wieder weg. So, dann schauen wir mal, wo wir hier die Quests haben. Schön ist, wir haben eine Händlerin hier im Ort. Die Bäume kann ich gleich noch pflücken. Das scheint hier eine zu sein. Ne. Aber dann ist hier drin eine. Die will bestimmt wieder jemanden bogen. Henrika Radomir. Kann ich dir bei etwas helfen? Du kannst meine Hilfe gebrauchen. Das ist gut. Du möchtest auf die Jagd gehen und dir fehlt Ausrüstung. Das kriegen wir hin. Steinpfeile hätte er gerne. Und das machen wir schnell. Da sammeln wir gerade mal Steine und Stöcke. 40 hätte er gerne. Ah, die Tollkirschen kann man auch sammeln. Das heißt, ich brauche 8 Steine und 40 Stöcke. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Steine haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch 40 Stöcke. Kriegen wir aber auch hin und Beeren kann man natürlich auch gleich mit sammeln. Das muss ich ja alles wieder leveln. Müssen wir alles wieder leveln. Xabor, Rasimir war da komplett durch. Aber Xabor muss. 24 Stöcke haben wir. Ein paar brauchen wir noch. Und die Beeren sammeln wir halt auch noch. Zweige. Zweige. 31 haben wir schon. Sehr schön. Stock. Stock und Stein. Das muss sein. Vierzig, sehr gut. Machen wir aber die Beeren hier gerade noch. Und die Tollkirschen sowieso. So, dann können wir gerade mal die Steinpfeile herstellen. Federn brauchen wir noch. Das ist ein Argument. Das lasse ich gelten. Dann können wir aber gerade mal das Inventar noch leeren. So, da kommen die Beeren rein und die Pflaumen.
Äpfel hätten wir natürlich auch noch direkt mit reintun können. 40 Federn brauchen wir noch. Das ist Wahnsinn, wie massiv die Pflaumenbäume werden. So, 40 Federn. Nicht 78, Entschuldigung, sondern 40. So, Ausgang. Ausgang ist hier. Die werden echt richtig massiv, die Birnbäume. Oh, Moment, Tollkirsche. Da fehlt schon, jetzt schon wieder weg. Zu spät. Wieder zu spät. Irgendwann kriegen wir das auch noch hin. Dass wir herausfinden, wer das da ist. So, jetzt können wir 40 Pfeile machen. 4 steht, aber sind immer jeweils 10 Stück. Und erledigt. So, hi Radomir. Ich habe hier Pfeile für dich. Gute Jagd. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wo die anderen Quests sind. Eine ist hier. Samogost ist es nicht. Edburga, was kann ich für dich tun, meine Liebe? Du hast deinen Bogen verloren. Oder es hat ihn jemand gestohlen. Okay, wir machen dir einen neuen Bogen. Einen Recurve-Bogen hätte sie gerne. Gut, kriegen wir hin. Moment, kann aber hier... Ist auch gerade noch... Sonst habe ich das ja dann gerne den Landwirten überlassen. Die letzten Male. Aber, wie gesagt, Rasimir, Quatsch. Xabor muss auch leveln, was das angeht. Deswegen werden wir da ein bisschen tätig, ne? So, und dafür brauche ich keine Steine. Drei Leder, glaube ich. Und 4 Leingarn, ne? Und ein Holzstamm. Ein Holzstamm und 4 Leingarn. Da haben wir auch nicht mehr ganz viel von, ne? Oh, aber unsere Landwirte können ja jetzt Flachs... Moment, das müssen wir gerade noch einstellen. Landwirtschaft. Ihr könnt hier jetzt natürlich noch Flachs herstellen, ne? Habt ja eh noch 10%. Beziehungsweise Leinsamen. Und dann können unsere Nähereien... Produziert eine von euch Leingarn? Du nicht. Du machst Wollgarn. Ich glaube, dann produziert das keine von euch, ne? Du hast einfach nur Schuhe. Und du machst Wollstoff. Du machst auch Wollstoff und Pelzschuhe. So. Machen wir das so. Dann muss ich einen Recurve-Bogen bauen. Ich war Ildefonsa. Für dich habe ich eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich, glaube ich, noch Spielzeugschwerter, genau. Goodbye, so, goodbye.
Für dich habe ich auch ein Spielzeugschwert, mein Lieber. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. So, muss los. Ach genau, hier, Werkbank. Ein Recurve-Bogen, bitte. Dass wir den fertig kriegen. Da ist wieder... Es kommt immer nur so kurz hoch. Es kann natürlich doch noch sein, dass es wieder die Küche ist, wo die Quark und so herstellen. So, hi Edburger. Ich habe deinen neuen Bogen wieder. Ich danke dir vielmals. Wenn du so eine meisterliche Waffe selbst hergestellt hast, scheinst du sehr geschickt darin zu sein. Ja, kann man schon so sagen. Wir sind da recht gut drin. So, bin ich jetzt schnell genug? Der Näherei. Ach, Wolle. Okay. Dann machen wir weniger Wollgarn. Und... Wir könnten irgendwas machen, wo wir Wolle... Also Wollstoff verbrauchen, ne? Leingewebe. Leingewebe eher ungern. Ich würde gern nur Wollstoff. Da, eine Kugel. Kugel mit Pelz machen wir nochmal. So. Dann haben wir noch eine Quest, die ist irgendwo da hinten. Gehen wir die auch gerade mal suchen. Und wir können hier natürlich die Bäume noch gerade pflücken. Wenn wir schon hier unterwegs sind, ne? Dann nehmen wir die direkt mit. Oh, da müssen wir doch mal unser Schwesterchen angucken. Hi, Schatz. Nicht Schatz, Mama. Komm, gib Mama einen Kuss. Was beschäftigt dich im Moment? Mein kleiner Junge, ganz erwachsen. Ich bin so stolz auf dich. Du wirst ein großartiger Anführer werden und ein wahrer Herzensbrecher. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Pranika, dort braucht jemand deine Hilfe. Mach's gut. See you soon. Ja, wir haben ein Schwesterchen. Bin immer gespannt, wenn die größer wird, wie sie aussieht. Was macht ihr hier zwei für ein Spiel? Achso, wo ist denn die Quest? Die ist da hinten. Ist das einer von euch? Ach, er hier. Hi, Steinebor. Kann ich dir etwas helfen? Darf ich dich vielleicht was fragen? Klar, was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Ja, die Eltern erlauben es dir nicht. Ich verstehe. Vielleicht kann ich dir helfen. Schauen wir mal, was willst du denn? Eine Steinaxt. Oh, da habe ich auch was gepflanzt, stimmt. Das heißt, wir brauchen einen Stein? Was brauchen wir für eine Axt? Zwei Steine, ja. Okay. Zwei Steine und 10 Stöcke. Distel wollte ich eigentlich. 10 Stöcke. So. 6 haben wir. Übrigens finden wir auch noch. Einer. 2. So, da haben wir die 10. Dann können wir gerade die Steinaxt herstellen.
Und wir sind überladen. Ups. Ups. Dann liefern wir gerade mal ab. Wo ist er denn jetzt ganz hingelaufen? Wo rennt er denn ganz hin, der Bub? Da ist er. Warte doch mal, ich hab was für dich. So, denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Bitteschön. Das übliche Ja, ja. So, dann gucken wir gerade mal, was wir hier abliefern können. Stein. Stein, ja. Sonst nix, ne? Eisenarmbrust müsste ich mir noch eine machen. So, hier ist noch der Kirschbaum. Den machen wir gerade leer. Hier den Pflaumenbaum auch. Birnenbaum, Pflaumenbaum, was erzähle ich denn? Birnenbaum natürlich. Sehr schön. So, oder? Noch ein Birn... Ah, das ist noch ein Bilzenkraut. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das nehmen wir natürlich ebenfalls mit. Und hier ist noch ein Birnenbaum. Und da ist ein Zaun. Die sollten eigentlich da drinnen sein. So ganz eigentlich. Da hinten sind auch noch, die müssen wir gleich noch pflücken. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Lebensmittellager. Also die zwei nehmen wir hier natürlich noch mit. Und dann gehen wir ins Lebensmittellager. Und liefern mal ab. So, Äpfel, Beeren, Birnen, Kirschen, Pflaumen. Tollkirschen natürlich nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal heim. Können wir morgen weiter pflücken. Müssen ja die Tage nicht unendlich in die Länge ziehen. Entschuldigung. Das ist ja... Wir haben ja genug, ne? Ja, das ist der Hafer. Ja, die Möhren haben sie schon geerntet. Zwiebeln sind sie gerade dran. Gedüngt haben sie auch schon. Sehr schön. Alles herrlich. Ich mag unsere Felder hier. Ich finde, die liegen perfekt. Da haben wir... Ach, genau, da müssen wir ja auch gucken. Das haben wir ja in der letzten Folge noch ein bisschen weiter gestaltet. Da sind sie auch schon kräftig am Ernten. Sehr gut. Das wird unser zweites Kohlfeld. So, da haben wir noch ein kleines Feld. Ja, da haben wir ja auch, hier haben sie auch schon geerntet, sehr schön. Haben wir in der letzten Folge ja noch den Feldschuppen aufgebaut. Dass die hier näher an der Arbeit sind. Oder näher an diesen Feldern auch. Da sind sie auch schon kräftig dran, sehr schön.
Gefällt mir. Und hier, ja. So habe ich mir das vorgestellt. Alles schön voll blühendem Mohn. Und dann würde ich hier nämlich jetzt irgendwie noch gucken, dass wir dann Zaun oder Mauer. Irgendwie so hier. Wobei würde ich dann vielleicht auch tatsächlich eher so. Und dann hier nochmal ein Stück Mauer. Ging dich da dran, deswegen machen wir das auch. Ich mag diese Zaun-Mauer-Gemische. Finde ich schön. So. Erstmal so die Art. Doch, ich glaube, das wird dann hier ein schicker Platz, den wir da machen können. Den bauen wir aber dann morgen. Jetzt gehen wir nämlich erstmal pennen und gucken, dass wir in den nächsten Tag kommen. Hier bei dem Eck muss ich auch nochmal gucken. Das will ich auch noch irgendwie besser gestalten. Und die Ecke hier natürlich auch. Also diese die Wegbiegung. So, hi Schatz. How is life treating you? Liebling, du musst sofort etwas trinken, das wird helfen. Deshalb habe ich dich geheiratet. Oh, ich krieg gleich einen ganzen Eimer Wasser. Was beschäftigt dich im Moment? Mein Herz blutet, wenn du nicht bei mir bist. Ich wünschte, ich könnte immer bei dir sein. See you soon. See you soon. Ich muss tatsächlich was trinken. Aber dank Schatzi haben wir ja jetzt einen ganzen Eimer Wasser. So, was essen können wir auch gerade noch. So, dann gehen wir mal schlafen. Neuer Tag, neues Glück. Wunderbar. So. Guten Morgen, mein Schatz. Hallo da. Wie steht's denn um unser kleines Königreich? Alles bereit, Mister Ehemann. Romantik kann ich nur schenken, ne? Was beschäftigt dich? Heute habe ich eine Wolke gesehen, die wie ein Schloss aussah. Schlösser sind so wundervoll, aber auch gleichzeitig so Goodbye. Kalt und leer. Ja, wir haben einen diesigen Tag. Sehr diesig, aber trocken. Das ist ja mal das Wichtigere. So, jetzt überlege ich gerade, ich mache, glaube ich, da vorne das Eck. Und dann gehen wir mal nach Denika, machen da die Quest. Und dann gehen wir die nächsten Tage vielleicht mal noch, ganz sicher noch nach oh, Bretter brauchen wir, glaube ich, noch ein paar mehr zum Herstellen. So, und Steine nehmen wir mal noch mit. Nicht Kalkstein, sondern Stein. Ja. Und wir sollten Gewichtstrank trinken. Da sind wir zwar immer noch überladen, aber nicht mehr so stark. Und können mal hier das zumindest gerade mal bauen. Das würde ich nämlich gern fertig machen. Und dann gehen wir, wie gesagt, nach Denika. Und dann können wir uns... Können wir da die Quest machen. Könnte die näheren Quest sein oder da will jemand Wolle. Ich nehme auf jeden Fall mal Wolle, glaube ich, mit.
Wobei, sonst kann ich da ja auch nochmal hin. Wenn ich von Tutki komme, kann ich da ja hoch über Denika zurück. Ich glaube, das machen wir. So, doch, das wird schick. Das wird richtig schick. Brauchen wir noch Laternen, also so Fackeln auf jeden Fall. Oder Laternen, mal gucken. So, dann brauchen wir noch 16, kann das sein? Ich sehe gerade nur zwei Elemente. Ja, 16 Steine brauchen wir noch. So. Die Bretter brauchen wir nicht und die Fiole auch nicht. Aber Steine, 16 Stück nämlich, genau. Achso, und ich wollte die Bretterproduktion hochstellen. Das machen wir auch mal direkt. Gewinnung, Holzschuppen. Produzierte auch mal weniger Holzstämme und dafür mehr Bretter. Bisschen hochgestellt hatten wir sie schon mal. Aber offenbar nicht genug. So. Doch, das wird schick, würde ich sagen. Das wird richtig schick. So, dann können wir uns gerade auch nochmal waschen gehen. Bevor wir hier auf die große Reise gehen. Wir wollen ja nicht stinkend da ankommen, ne? Ja, jetzt müssen wir natürlich auch auf jeden Fall gucken, dass wir jeden Abend heimkommen, wenn Frau und Kind da sind. Da wollen wir ja nicht außerhalb und übernachten. So, Bilsenkraut nehmen wir auch gerade mal mit. Wenn das schon hier so am Weg steht. Guten Morgen, Bolebohr. Ja, die Beeren sammle ich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit. Vielleicht auf dem Rückweg von Denika, müssen wir mal gucken. Aber jetzt auf dem Hinweg natürlich erstmal nicht. Da gucken wir, dass wir zügig zum Zielort kommen, ne? Können natürlich jederzeit noch Banditen unterwegs sein. Muss man natürlich auch immer mitrechnen. Den Wagen, den haben wir letzte Jahreszeit schon gesehen. Ja, der ist auch leer. Oh, Bilsenkraut, das nehmen wir natürlich mit. Den Stein wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Da ist noch. Das will ich jetzt natürlich nicht hier stehen lassen, das gute Bilsenkraut. Wäre zu schade drum. Das ist ja auch was, das brauchen wir für unseren Gewichtstrank. So, dann gucken wir mal. Hier dürften eigentlich... Doch, in der letzten Jahreszeit waren hier keine Banditen. Hier könnten welche sein. Da ist schon mal kein
unbewohntes Lager. Hier sind keine Banditen und hier gab es auch Bilsenkraut, wenn ich mich nicht ganz vertue. Genau. Nehmen wir natürlich mit. So. Haben wir nochmal wieder was gewonnen. Das passt. Trinken brauchen wir noch nicht. Ich schleppe hier gerade den Eimer noch mit mir rum, fällt mir gerade auf. Machen wir vielleicht gleich noch leer und verkaufen den. Wenn wir in Denica sind. Das ist, glaube ich, kein Fehler. Müssen wir nur mal gucken, dass wir heile hinkommen, ne? Wir müssen definitiv an den Bären vorbei und je nachdem kommen unterwegs noch einige Banditen, mit denen wir zu tun haben. Ich sollte vielleicht mal die Armbrust ausrüsten. Wobei die auch nicht mehr arg haltbar ist. Ja, je nach Banditenlager kriegen wir dann noch wieder Armbrüste. Falls wir es überleben. Die haben auch gern mal Bogenschützen oder halt Armbrustschützen dabei. So, ich rüste gerade vorsichtshalber, lade ich die Armbrust mal. Wie gesagt, hier vorne kann es sein, dass hier gleich welche ums Eck kommen, wenn wir Pech oder Glück, wie man es nimmt, haben. Ne, kein Lager. Ist hier irgendwo ein Teddy? Da ist einer. Bin schon weg. So, hier ist auch kein Lager. Aber hier war, glaube ich, letzte Jahreszeit 1. Von dem her ist dann ja normalerweise sind die, glaube ich, nicht zweimal hintereinander. Pilsenkraut. Ich dachte doch gerade, ich hätte da was gesehen. Meine Kräuterkundler sammeln zwar auch, aber nicht so riesig viel, ne? Weil jetzt natürlich auch die Zeit der Beeren und Tollkirschen ist, die sie auch sammeln sollen. Und Tollkirschen kann ich selber auch noch sammeln. Ich glaube, da haben wir auch noch einen ganzen Schwung. Ups, zwei Wölfe. Kümmern sich um die Nins, das ist gut. Also, nicht für die Nins, aber für mich. Dann habe ich nämlich meine Ruhe. Das erinnert mich noch dran, wo ich die in der ersten Staffel die Early Access gespielt habe. Wo ich da relativ neu gesiedelt habe. Da habe ich hier rechts neben Gustovia meine Siedlung gehabt. Und da war ich noch relativ neu da am Siedeln und da gab es dann noch einen Wolfspot. Und ja, kam ein Reh hinter mir vorbeigelaufen und das wurde sofort vom Wolf gekillt. Also wäre das Reh da nicht gewesen, dann wäre ich fällig gewesen. Den hatten wir auch schon. Also da hatte ich echt unglaubliches Glück, dass der Wolf sich das Reh gekrallt hat und nicht mich. Aber ja, sowas muss es auch geben, ne? Hier kann man bestimmt auch ganz nett bauen, ne? Ist auch relativ eben. Zumindest der Teil hier. Weiß nicht, wie das weiter hinten raus noch ist. Da ist kein Banditenlager, das ist gut.
Aber so insgesamt kann man hier mit Sicherheit, weil hier oben wird es ja dann auch wieder relativ eben. Hier dann. Also hier lässt sich bestimmt auch nicht so ganz schlecht bauen. Gibt zwar nicht viel in der Nähe, ne, aber... Wobei, ja, da ist ja natürlich hier allgemein das Gebiet, ne? Also um den See rum hier, da kann man mit Sicherheit auch schön bauen. So. Nicht nur mit Sicherheit, man kann es. Habe ich letztens mal ein Let's Play gesehen, wo da einer gebaut hat, auch sehr schön gebaut hat, muss ich sagen. Hat mir auch gut gefallen. Ich glaube, den haben wir auch schon geplündert, ne? Yep. Haben wir. Ja, der Spot ist auch nicht schlecht an dem See. Man ist sehr nah an Denica dran. Wo ja auch immer viele Quests sind von Hornica. Sind wir, wenn man hier siedelt, auch nicht so riesig weit weg. Also schon ein Stück, aber nicht. Und ja, Gustovia ist man auch relativ zügig. Also ist auch nicht so verkehrt, der Spot. So, hier haben wir die Quest. Mathilda ist es nicht. Okay, Kinga ist es auch nicht. Dagobert. Welcome. Kann ich dir bei etwas helfen, mein Lieber? Du könntest meine Hilfe gebrauchen. Du wolltest das Haus renovieren, hast aber keinen Bauhammer bei dir. Okay. Einen Kupferhammer hätte er gerne. Den hätte ich jetzt sowieso nicht groß mitgenommen, muss ich sagen. Von dem her... Achso, ich wollte den Eimer Wasser verkaufen, ne? Trinken wir gerade nochmal. Und verkaufen den Grat. Kinga, du brauchst bestimmt Wasser für deine Ziegen. Zeig mir mal deine Waren. So, einmal mit Wasser. Passt. Haben wir sonst noch irgendwas? Stein und Stöcke können wir verkaufen. Sonst habe ich, glaube ich, nichts dabei. Nee. Mach's gut. Von dir könnte ich... Zeig mir mal deine Waren. Zum einen Wolle gebrauchen, zum anderen die Puppen. Puppe in dem Fall. Mach's gut. Farewell. So, wir müssen Kupferhammer abliefern. Wir haben schon 13 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt auf direktem Wege heim. Und können unterwegs gleich noch ein bisschen sammeln. Weil hier kommen ja Tollkirschen, da wo wir jetzt vorbeilaufen. Von dem her ist hier Sammeln gar nicht so unangebracht. Auch ein bisschen Zeit dafür einzuplanen. Ist auch kein Fehler. Nicht wahr? Tollkirsche. Ups, das waren Zweige. Macht aber nichts. Springen wollte ich eigentlich nicht. Passiert. Das auch noch. Hier habe ich gerade auch noch eine gesehen. Sehr schön. Hier oben sind noch... Und da sind Banditen. Ja, würde ich sagen... Die entern wir, aber das machen wir in der nächsten Folge. Die jetzige ist nämlich vorbei. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.